Liebe Schwestern und Brüder, immer öfter erreichen mich Briefe und Telefonate, in denen Mitarbeiter und Gemeindeglieder ihre Sorgen und ihre Nöte mitteilen, die sie im Blick auf die Entwicklung der Gemeinde haben, die sie bedrücken und beunruhigen. Die einen vermissen eine kraftvolle biblische Verkündigung. Die anderen vermissen eine klare Wegweisung durch das prophetische Wort. Andere sind bekümmert, dass in ihrer Gemeinde offenkundige Sünde toleriert wird. Manche befürchten, die Gemeinschaft würde sich immer mehr charismatischen, ökumenischen, liberalen Einflüssen öffnen. Andere leiden unter der im Gottesdienst immer häufiger gespielten lauten Rock- und Popmusik. Sakraler Pop, wie das heute genannt wird. Ein missionsfreudiges Ehepaar kann nicht verstehen, warum ihr Prediger nicht bereit ist, alle 28 Glaubenspunkte zu unterrichten. Eltern beklagen sich, dass ihr Jugendprediger ihren Kindern keine geistliche Führung gibt. Ich könnte jetzt eine ganze Reihe weiterer Probleme hier erwähnen, die mir also in Telefonaten und Briefen zugetragen werden und die den Geschwistern Sorge bereiten. Viele sind verunsichert und sie fragen, wohin sollen wir gehen? Sollen wir jetzt die Gemeinde verlassen? Aber wenn, wohin sollen wir dann gehen? Sollen wir auftreten oder austreten? Und in dieser Studie möchte ich mit euch eine biblische Antwort bedenken. Deshalb lautet das Thema dieser Stunde: Ausharren in der Gemeinde der Übrigen. Ich rate allen angefochtenen Schwestern und Brüdern, intensiv die 7 Briefe Jesu an seine Gemeinde zu studieren und auf Jesu Rat zu achten, darauf zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. In diesen 7 Briefen teilt Jesus mit, wie er die Gemeinde sieht, wie er über seine Gemeinde denkt und wie er zu dieser seiner Gemeinde steht. Jesus beschreibt die Zustände seiner Gemeinde sehr deutlich. Der Herr der Gemeinde erstellt eine bessere und eine deutliche Analyse über die Vorgänge und Ereignisse in seiner Gemeinde, deutlicher und besser, als wir sie erarbeiten könnten. Jesus kennt seine Gemeinde besser, als wir sie kennen. Er ist der treue Zeuge. Nun, wer die Briefe Jesu aufmerksam studiert, der stellt fest, Jesus kennt die Getreuen in seiner Gemeinde und er ermutigt sie, in der Gemeinde auszuharren. In der Luther-Übersetzung lesen wir 7-mal, wer überwindet, wer durchhält. Das ist die eigentliche Übersetzung. Wer überwindet, dieses Wort bedeutet vor allem, wer durchhält. Die Bibel sagt von den Endzeitchristen, hier ist die Geduld der Heiligen, Offenbarung 14,12. Und das griechische Wort, das Luther mit Geduld wiedergibt, bedeutet auch,
Hier ist die Standhaftigkeit. Hier ist das Ausharren der Heiligen. Hier ist das Darunterbleiben. Und das ist der eigentliche Sinn des griechischen Wortes. Geduld, Standhaftigkeit, Darunterbleiben. Jesus fordert seine treuen Nachfolger nicht auf, die Gemeinde zu meiden, sie zu verlassen oder gegen sie zu kämpfen. Und ich möchte dies an einigen Beispielen jetzt aus den 7 Briefen Jesu euch bewusst machen. Jesus schreibt an die Gemeinde in Ephesus, Offenbarung 2, Vers 3, ich weiß, wie viel Gutes du tust, weiß von aller deiner Arbeit und ich kenne auch deine Standhaftigkeit. Jesus ist immer Seelsorger. Jesus betont zunächst das Gute, das vorhanden ist. Jesus sagt aber auch, es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht duldest und die als Lügner entlarvst, die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht sind. Und hier werden wir schon persönlich berührt. In Ephesus, in der apostolischen Gemeinde, da gab es Böse, da gab es Lügner, da gab es Menschen, die sich als falsche Apostel ausgaben, die also mit einem falschen Anspruch in der Gemeinde auftraten. Die Frage ist, wie haben sich die Treuen, die Getreuen in dieser Situation und Anfechtung verhalten? Haben sie die Gemeinde gemieden oder haben sie die Gemeinde gar verlassen? Nein, Jesus hebt lobend und anerkennend hervor, geduldig hast du für mich Schweres ertragen und niemals aufgegeben. Meine lieben Schwestern und Brüder, das ist die Botschaft, die Jesus heute an uns richtet, an dich, an mich, an jeden von uns. Durchhalten, ausharren, niemals aufgeben, darunter leiden, bleiben, auch wenn es gilt, Schweres zu ertragen. Das ist das, was Jesus hier anerkennt bei den Getreuen in einer Gemeinde, in der es böse Lügner und falsche Apostel gab. Geduldig hast du für mich Schweres ertragen und niemals aufgegeben. In der Gemeinde Ephesus hatten die Getreuen noch die Fähigkeit und die Möglichkeit, die falschen Apostel als Lügner zu entlarven, und sie hatten noch die Kraft, ihr Wirken in der Gemeinde nicht zu dulden. Aber jetzt wenden wir uns der Situation in der Gemeinde Pergamon zu. Jesus schrieb an diese Gemeinde, Offenbarung 2,13, ich weiß, dass du in einer Stadt wohnst, die vom Satan regiert und beherrscht wird. Und der Herr sagt, ich weiß, wo du wohnst. Wo wohnst du? Wo bist du? Wo der Satan wohnt. Ich weiß, dass du in einer Stadt wohnst, die vom Satan regiert und beherrscht wird. Sagt einmal, würden wir nicht annehmen und erwarten, dass Jesus jetzt den Getreuen in Pergamon sagt, zieht schnell um, verlasst diese Stadt. Ich hoffe, ihr habt eure Kisten schon gepackt. Ihr habt hier nichts mehr zu verlieren und zu suchen. Hier lebt ihr zu gefährlich. Ihr könntet in dieser Stadt Schiffbruch an eurem Glauben erleiden. Und darum sage ich euch, euer Herr, auf und davon. Nein, das steht nicht da.
Jesus sagt, ich weiß, dass du in einer Stadt wohnst, die vom Satan regiert und beherrscht wird. Trotzdem bekennst du dich treu zu mir und hast deinen Glauben nicht widerrufen. Schwestern und Brüder, was für ein Zeugnis! Du bekennst dich zu mir. Du hast deinen Glauben nicht widerrufen. Treu stehst du zu mir. Wo stehst du zu mir treu? In der Hochburg des Satans. In Pergamon war bereits eine Veränderung in der Gemeinde eingetreten. Der treue Zeuge sagt, Vers 14, 15, doch habe ich etwas an dir auszusetzen. Du duldest in eurer Mitte Leute, die an der Lehre Bileams festhalten. Außerdem gibt es unter euch Leute, die den Nikolaiten und ihrer Irrlehre folgen. Fällt euch die Veränderung gegenüber Ephesus auf? Der treue Zeuge schrieb an Ephesus: Es ist gut, dass du die falschen Apostel in eurer Mitte nicht duldest. Doch in der späteren Zeit war eine Veränderung dahingehend eingetreten, dass diese Verführer in der Gemeinde geduldet wurden. Die an der Lehre Bileams festhielten, das waren Menschen, die eine Mischreligion einführen wollten. Das waren Menschen, die für eine synkretistische Öffnung und Anpassung der Gemeinde an die sie umgebenden Religionen und kulturellen Gebräuche eintraten. Und außerdem gab es in der Gemeinde die Nikolaiten. Und das waren Gemeindeglieder, die für eine sexuelle Freizügigkeit, für eine neue Moral eintraten. Das alles sind Dinge, mit denen wir es heute wieder zu tun haben, auch in unserer Gemeinde. Anpassung, synkretistische Öffnung. Alles mit dem guten Gedanken, damit wir die Menschen besser erreichen. Wo waren in dieser Gemeindesituation die Getreuen? Wie verhielten sie sich? Sie waren in der Gemeinde. Und Jesus bekennt sich zu ihnen mit den Worten: Trotzdem bekennst du dich zu mir und hast deinen Glauben nicht widerrufen. Meine Lieben, da gab es also Gemeindeglieder, die sich treu zum Herrn und seiner Wahrheit bekannten, die den Glauben nicht verfälschten, nicht widerriefen, die dieser synkretistischen Verschmelzung nicht mitmachten. Und dennoch hatte Jesus an ihnen etwas auszusetzen. Der Herr wirft ihnen vor, dass sie Menschen in ihrer Mitte gewähren lassen, die eine falsche Lehre in die Gemeinde hineinbringen. Nun müssen wir Folgendes bedenken. Die Briefe Jesu richten sich ja zuallererst an die Leiter der Gemeinde. Und dem Engel der Gemeinde zu Ephesus schreibe, und dem Engel der Gemeinde zu Pergamon schreibe, Angelos, dem Boten, dem Leiter der Gemeinde, schreibe. Die Briefe waren ja nicht an himmlische Engel gerichtet, sondern an die Leiter der Gemeinde. Und der Herr sagt zu dem Leiter der Gemeinde Pergamon, und jetzt hört hin, was er ihm sagt: Du bekennst dich treu zu mir, du hast deinen Glauben nicht widerrufen. Ach, denken wir, was für ein wunderbares Zeugnis für einen Leiter der Gemeinde. Ganz gleich in welcher Position. Aber dann sagt der Herr: Und doch habe ich etwas an dir auszusetzen. Nun, was kann man an einem Menschen aussetzen, der sich treu zum Herrn bekennt, der den Glauben treu bekennt? Du vernachlässigst deine Leiterfunktion.
Du stehst zwar persönlich treu zu mir und auch zu deinem Glauben, aber in der Auseinandersetzung mit den anderen Geistern, die jetzt in die Gemeinde hineinströmen und die die Gemeindeglieder beeinflussen, da bist du zu nachgiebig, zu liberal, zu tolerant. Meine lieben Schwestern und Brüder, wenn wir die Situation in unseren Gemeinden heute unter diesem Gesichtspunkt betrachten, dann gewinnen wir zunächst ein liebendes und brüderliches Verhältnis zu den Leitern der Gemeinde. Wir müssen dem Urteil Jesu folgen und nicht unserem eigenen Denken und Fühlen. Aber jetzt kommen wir zum Brief an die Gemeinde in Thyatira. Und da finden wir eine weitere Aussage Jesu. Hier steht sie auf der Leinwand. Ich sehe alles, was du tust. Ich weiß, mit welcher Liebe du mir dienst, mit welcher Treue du am Glauben festhältst. Ich weiß, dass du dich in deinem Dienst für andere aufopferst. Und ich kenne deine Geduld. Und heute setzt du dich noch mehr ein als früher. Was denkt ihr über solch ein Zeugnis Jesu zu einem Gemeindeleiter? Ist das nicht fantastisch? Ist das nicht ein ergreifendes Zeugnis, das Jesus dem Leiter der Gemeinde in Thyatira ausstellt? Was für ein Mann, was für ein Führer der Gemeinde wird uns hier vor Augen gestellt? Jesus ist so aufrichtig im Umgang mit uns, und was gut ist, das anerkennt er freimütig, das betont er, das hebt er lobend hervor. Hier können wir von Jesus sehr viel lernen, wie wir mit den Leitern der Gemeinde umgehen sollen, aller Aufrichtigkeit. Bei Jesus dürfen wir uns nicht nur erkannt, sondern eben auch anerkannt fühlen. Ja, wir können viel von Jesus lernen, wie wir mit den leitenden Brüdern seiner Gemeinde umgehen sollen. Aber jetzt, Schwestern und Brüder, beachtet die Aussage in Vers 20. Trotzdem habe ich etwas an dir auszusetzen. Das kann man sich doch kaum vorstellen. Da ist ein Mensch, von dem der Herr sagt, ich weiß, mit welcher Liebe du mir dienst, mit welcher Treue du am Glauben festhältst, wie du dich in deinem Dienst für andere aufopferst, wie geduldig du bist und wie du dich heute noch mehr einsetzt für die Sache Gottes als früher. Und dann dieses Trotzdem. Trotzdem habe ich an dir etwas auszusetzen. Und wir mögen denken, das ist doch schier unmöglich, das ist doch kaum zu glauben. Doch beachtet, was der Herr sagt. Der Herr hat nichts am Glauben dieses Leiters auszusetzen. Und der Herr macht ihm keine Vorwürfe wegen seiner Werke. Der Herr bemängelt nicht seinen Dienst und seine Liebe. Jesu Tadel und Vorwurf betrifft einen anderen Bereich seiner Verantwortung. Und jetzt kommt's. Was sagt Jesus? Du unternimmst nichts. Ja, wogegen denn? Du unternimmst nichts gegen Isabel, die sich als Prophetin ausgibt und durch ihre Lehre die Gläubigen verführt. Und wieder, lest genau, was der Herr sagt. Beachtet es. Der Herr sagt nicht zu diesem Gemeindeleiter, du stimmst mit Isabel überein. Er sagt nicht, du hast mit Isabel schon gemeinsame Sache gemacht. Nein, diesen Vorwurf erhebt der treue Zeuge nicht. Sondern er sagt nur, du unternimmst nichts gegen Isabel. Gegen ihren Einfluss in der Gemeinde. Du lässt sie in eurer Mitte gewähren. Und so verführt sie meine Knechte. Nun, was war denn mit dieser Isabel?
Isabel führte einen falschen Gottesdienst in Israel ein. Und sie verfolgte die Gläubigen, die am wahren Gottesdienst festhielten. Und sie war damit so erfolgreich, dass die wahren Gläubigen im Volke Gottes zu einer Minderheit wurden. Zur Zeit Isabels mussten sich die treuen Gläubigen, die am wahren Gottesdienst, an der wahren und echten Anbetung festhielten, sie mussten sich verstecken. Und der Prophet Elia dachte, er sei allein übrig geblieben. Aber der Ewige, der alles durchschaut, der treue Zeuge, der jeden kennt, sagt ermutigend zu seinem Diener, Elia, du bist nicht allein. Elia, es sieht zwar jetzt so aus, als ob meine Sache am Boden liegt, als ob es nicht mehr besser werden könnte. Elia, es sieht jetzt so aus, als ob Isabel alles schon unter Kontrolle hat und beherrscht. Aber Elia, sei guten Mutes, ich habe noch 7000. Die haben ihre Knie nicht gebeugt vor Baal und ihr Mund hat Aschera nicht geküsst. Nun, zu diesen Treuen gehörte auch jener Diener am Königshofe, der den Mut hatte, die wahren Diener des Herrn zu verstecken und mit Nahrung zu versorgen. Und er tat dies, obgleich er damit sein eigenes Leben riskierte, weil er so gegen die Leitung handelte. Und nun finden wir in Offenbarung 2, 24 einen bemerkenswerten Hinweis. Hier steht er. Den übrigen in Thyatira sage ich, der Herr. Ich frage euch, wo sind die übrigen? Haben sie die Gemeinde verlassen, weil Isabel die Herrschaft an sich gerissen hat? Nein, nein. Haben sie das Volk Gottes verlassen, weil ein anderer Gottesdienst an der Tagesordnung war? Nein. Wo sind die übrigen? Sie sind noch immer in Thyatira. Und der Herr der Gemeinde kennt sie, sieht sie und bekennt sich zu ihnen mit den Worten, euch aber den übrigen in Thyatira sage ich. Und die Frage ist, wer sind diese vom Herrn anerkannten und angesprochenen Übrigen? Es sind jene, die der von Isabel verbreiteten Irrlehre und den von ihr eingeführten Gottesdienst nicht folgten. Es sind jene, die dem faszinierenden Einfluss Isabels und ihrer neuen Religion widerstanden. Es sind jene, die sich auf die sogenannten tieferen Erkenntnisse über den Satan nicht einließen. Und diesen Übrigen gab der Herr eine Zusage, die wir sehr beachten sollten. Er sagt, euch, nämlich den Übrigen in Thyatira, euch will ich keine zusätzliche Last auflegen. Was bedeutet das? Das bedeutet, die wahren Gläubigen waren in der Gemeinde Thyatira zu einer so geringen Minderheit geworden, dass der Herr von ihnen kein umfassendes Reformationswerk verlangte. Jesus erwartete von diesen Getreuen nichts, wozu sie aufgrund ihrer augenblicklichen Lage nicht fähig waren. Er gab aber diesen Übrigen, diesem treuen Überrest in Thyatira, eine besondere Botschaft. Und ihr findet sie in Vers 25 und hier steht sie. Haltet unerschütterlich an dem fest, was ihr habt, bis ich wiederkomme.
Meine lieben Schwestern und Brüder, beachtet sehr sorgfältig die Worte Jesu an die Getreuen in Thyatira. Jesus sagt diesen Getreuen in Thyatira nicht: Es ist höchste Zeit, dass ihr Thyatira verlasst. Jesus sagte auch nicht: Wer Thyatira jetzt nicht verlässt, der kann nicht mehr zu mir gehören. Leider. Leider sprechen und schreiben in dieser Weise heute so manche eigenständigen Splittergruppen, welche die Gemeinde angreifen und verunglimpfen. Ich habe gerade vor einiger Zeit wieder solch eine Broschüre bekommen, in der nun eindeutig dazu aufgefordert wurde, jetzt sei es höchste Zeit, die Gemeinde zu verlassen. Nein, Jesus fordert die Übrigen in Thyatira nicht auf, Thyatira zu verlassen. Warum nicht? Auch Thyatira ist seine Gemeinde. Der Brief richtet sich ja an seine Gemeinde. Aber Jesus fordert die Getreuen in Thyatira auf, unerschütterlich an dem festzuhalten, was sie empfangen haben, bis er wiederkommt. Und Jesus gibt den Übrigen, den Ausharrenden in Thyatira, eine großartige Zusage. Er sagt nämlich: Wer durchhält und das Böse besiegt, wer bis zuletzt nach meinem Willen lebt und handelt, dem werde ich Macht über die Völker der Erde geben. Und wie mein Vater mir Macht und Herrschaft gab, werde ich sie auch jedem geben, der im Glauben festbleibt. Und ein Zeichen dieser Macht soll der Morgenstern sein, den ich ihm schenken werde. Wem will Jesus Macht geben? Wem will er sich als strahlender Morgenstern schenken? Dem, der im Glauben festbleibt. Wo festbleibt? In Thyatira. Meine lieben Schwestern und Brüder, in der endzeitlichen Krise müssen wir Gottes Wort intensiver studieren. Wir müssen aufhören, herum zu diskutieren, uns aufzuregen, zu kritisieren und anzuklagen. Für jede Zeit und jede Krise in seiner Gemeinde hat Gott eine besondere Botschaft in seinem Wort. Wir brauchen nur Jesu Weisung zu studieren. Wir brauchen nur seine Botschaft zu akzeptieren. Und dann können wir ganz ruhig, vertrauend, gelassen unseren Weg in der Gemeinde gehen, getröstet und ermutigt. Betrachten wir nun Jesu Botschaft an die Gemeinde in Sardes. In Offenbarung 3,1 steht: Ich weiß alles, was du tust. Man sagt von euch, dass ihr eine lebendige Gemeinde seid, aber in Wirklichkeit seid ihr tot. Sardes, eine tote Gemeinde im Urteil Jesu. Der treue Zeuge sieht die Situation in seiner Gemeinde ganz anders als äußere Betrachter. Er sieht sie ganz anders, als wir selber sie oft beurteilen, als Insider. Wir halten manchmal etwas für geistliches Leben, das in den Augen Jesu nur religiöse Aktivität ist. Man sagt von euch, dass ihr eine lebendige Gemeinde seid, aber in Wirklichkeit seid ihr tot. Viel Lärm um nichts, viel Wind und Getöse. Was sagt der Herr nun zu denen, die in einer Gemeinde leben, die unter dem Urteil Jesu steht, dass sie tot ist? Was sagt der Herr zu denen? Befiehlt der Herr den Getreuen, das Totenhaus sofort zu verlassen, um nicht auch noch zu sterben? Beachtet, Jesus sagt nicht zu ihnen:
die Gemeinschaft mit jenen Scheinheiligen, die nach außen Leben vorspielen, aber innerlich schon geistlich tot sind. Diese Gemeinschaft mute ich euch nicht länger zu. Ich rate euch, verlasst diese Gemeinde, je eher, desto besser. Nein, diesen Rat gibt Jesus nicht. Er sagt vielmehr in Offenbarung 3,2, wache auf und stärke die wenigen, deren Glaube noch lebendig ist, bevor auch ihr Glaube stirbt. Das ist doch eine großartige Ermutigung. Der Herr sagt zwar, die Gemeinde ist tot, aber der treue Zeuge sieht zur gleichen Zeit in dieser toten Gemeinde noch Menschen, deren Glaube noch lebendig ist. Und deshalb, Schwestern und Brüder, müssen wir uns davor hüten, ständig Pauschalurteile über die ganze Gemeinde zu fällen. Wer das tut, der beleidigt den treuen Zeugen. Wir dürfen nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Wer das tut, wird auf einen falschen Weg geraten. Manche sind überzeugt, sie würden für die Wahrheit kämpfen, für die Reinheit der Lehre, für die Gemeinde der Übrigen. Und sie erkennen dabei nicht, dass sie der Satan schon vor seinen Wagen gespannt und die Zügel übernommen hat. Sie sind so stolz in ihrem Herzen und davon überzeugt, sie seien noch die einzigen rechtgläubigen Adventisten. Sie seien die besseren Adventisten. Schrecklich! Das beleidigt unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Gemeinde. Denn in der toten Gemeinde sieht der göttliche Zeuge noch treue Schwestern und Brüder, von denen er sagt, dass ihr Glaube noch lebendig ist. Und Jesus sagt dem treuen Rest, den Übrigen in Sardes, wacht auf, stärkt die wenigen, deren Glaube noch lebendig ist. Auch hier wollen wir daran denken, dass Jesus diese Botschaft zuerst an den Leiter der Gemeinde richtet. Schwestern und Brüder, das bedeutet, es gibt in der Gemeinde Sardes schlafende Leiter. Und Jesus ruft diesen schlafenden Leitern zu, wach auf, du schlafender Leiter der Gemeinde, und stärke die wenigen, deren Glaube noch lebendig ist, bevor auch ihr Glaube stirbt. Und dann sagt der Herr, denn so wie du bisher gelebt hast, kannst du vor Gott nicht bestehen. Es ist ganz klar, wer auf Wächterposten schläft, wird schuldig an denen, für deren Heil er verantwortlich ist. Er wird von Gott verworfen. Jesus fragt den Leiter der Gemeinde in Sardes, hast du denn ganz vergessen, wie du Gottes Wort gehört und aufgenommen hast? Besinne dich wieder darauf, kehr um und ändere dich von Grund auf. Wir spüren hier dieses werbende Lieben Jesu, dieses werbende Lieben Gottes um jene Männer und Frauen, denen er seine Gemeinde anvertraut hat. Ist doch interessant, Jesus sagt nicht zu diesem Leiter, in Sardes, weg mit dir, Schlafmütze. Er sagt nicht, weg mit euch, Schlafmützen, weg mit euch, die ihr so träge seid, die ihr nicht stärkt, was noch lebendig ist. Oh nein, so spricht Jesus nicht. Wir haben einen wunderbaren Herrn und Gott. Er ist ein Gott der Geduld, der Liebe, der Barmherzigkeit. Der möchte, dass die Leiter seiner Gemeinde gerettet werden. Und deshalb sagt er zu jedem Einzelnen, besinne dich darauf, wie du Gottes Wort gehört und aufgenommen hast. Kehr um und ändere dich von Grund auf. Das ist Gottes Angebot. Aber der Herr sagt auch, wenn du nicht wach wirst, werde ich plötzlich da sein, unerwartet wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, wann ich komme. Meine Lieben, auch im Brief Jesu an Sardes finden wir die Gemeinde der Übrigen. Finden wir diesen heiligen Überrest. In Vers 4 lesen wir, dass der Herr sagt, aber auch bei euch
in Sardes sind einige. Wo sind die übrigen? Wo sind die wenigen Getreuen? Beachtet, sie sind in Sardes. Sie haben Sardes nicht verlassen. Sie sind noch immer in der Gemeinde, die unter dem Urteil Jesu steht, nach außen hin als lebendige Gemeinde zu erscheinen, aber innerlich tot ist. Bei euch in Sardes sind einige, denen der Schmutz dieser Welt nichts anhaben konnte. Sie werden immer bei mir sein und weiße Kleider tragen, denn sie sind es wert. Wer durchhält und das Böse besiegt, der wird ein solches weißes Kleid tragen. Schwestern und Brüder, es liegt mir sehr am Herzen, mit diesen Gedanken den einen und anderen zu ermutigen, in der Gemeinde der Übrigen auszuharren. Der treue Zeuge, der seine Gemeinde über alles liebt, der sie liebt wie seinen Augapfel, der ermutigt sie durch das prophetische Wort. Und wir müssen uns vor der Versuchung hüten, zu denen zu gehören, die Gottes Augapfel antasten. Wir müssen die Warnung Gottes beachten, die er durch den Propheten Zacharia gab. Zacharia 2, Vers 12, wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Wir wollen zu den Übrigen, zu den Getreuen gehören, deren Gesinnung Jesus in den 7 Briefen so beschrieben hat. Geduldig hast du für mich Schweres ertragen, niemals aufgegeben. Du hast dich treu zu mir bekannt, du hast deinen Glauben nicht widerrufen. Ich weiß, mit welcher Liebe du mir dienst und mit welcher Treue du am Glauben festhältst. Meine lieben Schwestern und Brüder, wenn der Herr dem Leiter einer Gemeinde solche anerkennenden Worte schreibt, dann wollen wir glauben, dass das zutrifft. Dann wollen wir Jesus dafür danken, dass er solche Leiter in seiner Gemeinde hat und es sie gibt. Und zur gleichen Zeit wollen und dürfen wir nicht übersehen, dass der Herr da und dort sagt, und doch habe ich etwas an dir auszusetzen. Wir sollen stets daran denken, wie auch immer die Umstände in seiner Gemeinde sein mögen, der treue Zeuge hat die Übrigen an keiner Stelle und zu keiner Zeit aufgerufen, die Gemeinde wegen ihrer Fehler und Mängel und wegen dem Versagen ihrer Leiter oder dem Vorhandensein von Irrtümern und Sünden zu verlassen. Ganz im Gegenteil, in der Gemeinde haben die Getreuen ihre Aufgabe zu erfüllen und wenn es nur die ist, in Treue auszuharren, für die Gemeinde zu beten und an der Gemeinde und mit der Gemeinde und für die Gemeinde zu leiden. Wach auf und stärke, das ist unsere Aufgabe. Ich wünsche, jeder Prediger der siebten Tagsadventisten möge diesen Auftrag Jesu hören und ihn vom Heiligen Geist getrieben als seine Lebensaufgabe annehmen und erfüllen. Denn dann wird er sich und Menschen, die ihn hören, zur Seligkeit führen. Nun könnte ich euch auch natürlich noch aus dem Alten Testament zeigen, wie diese Dinge sind, aber das würde noch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Denn wir finden dieses Ausharren in der Gemeinde, nicht nur in den Briefen Jesu, sondern auch im Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift. Und wenn wir das Verhalten der Gottesmänner im Alten Bund betrachten, finden wir diese Botschaft und Verhaltensweise auch in ihrem Leben. Jetzt weiß ich nicht, könnt ihr das noch vertragen oder nicht, dann würde ich das noch anschließen, sonst es bei diesem beenden lassen mit den 7 Briefen Jesu. Was denkt ihr, soll ich euch noch diesen letzten Teil bringen? Ja, es ist sehr wichtig, dass wir das noch einmal zusammenhängend beachten. Also ich denke an den Propheten Jeremia.
der in den Klageliedern Kapitel 3, 21 bis 26 folgenden Gedanken niederschrieb. Aber eine Hoffnung habe ich noch. An ihr halte ich fest. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Und darum sage ich, Herr, ich brauche nur dich. Auf dich will ich hoffen, denn der Herr ist gut zu dem, der ihm vertraut und ihn von ganzem Herzen sucht. Darum ist es das Beste, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Schwestern und Brüder, das ist die Botschaft, die Gott uns durch den Propheten Jeremia sendet. Jeremia, der Prophet des Herrn, der von den Führungskräften des Volkes Gottes verfolgt wurde, der von den Leitern der Gemeinde mehrfach umgebracht werden wollte. Und zwar nur deshalb, weil er die Botschaft Gottes in einer Zeit des Abfalls treu ausrichtete. Dieser Jeremia sagt nicht, es ist Zeit, das Volk Gottes zu verlassen. Er sagt nicht, ich kann nicht länger mit dieser abtrünnigen, ungehorsamen Gemeinde gehen. Jeremia sagte vielmehr, darum ist es das Beste, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Jeremia, der treue Prophet Gottes, harrte bis zu seinem Tode bei dem von Gott erwählten Volk aus. Darin ist er uns zum Vorbild gegeben. Denken wir an Mose. Der Herr sagte zu ihm, Mose, geh mir aus dem Angesicht, mir reicht es jetzt. Ich werde mir jetzt ein anderes Volk rufen. Wie reagierte Mose? Sagte er vielleicht zu dem Herrn, ach, o Herr, das ist ein guter Gedanke. Ich freue mich, Herr, dass du das jetzt auch einsiehst, wie rebellisch dieses Volk ist. Ja, Herr, es ist wirklich höchste Zeit, dass du dir ein neues Volk suchst. Du siehst doch, mit diesen Leuten ist nichts mehr anzufangen. Sprach Mose so zu Gott? Waren das seine Empfindungen und Gedanken? Oh nein! Mose sagte zu Gott, Herr, wenn du das tust, dann tilge auch mich aus dem Buch des Lebens. Das ist der priesterliche Dienst, zu dem wir berufen sind. Auch in der Krise zu Gottes Volk zu stehen. Mose ist mit seinem Verhalten ein Vorbild auf den großen hohen Priester Jesus Christus. Die Frage ist, welche Gesinnung lebt in uns? Haben wir die Gesinnung Jeremias? Sind wir gesinnt wie Mose? Und dann beachtet einmal die Grundeinstellung des Propheten Daniel. Wir studieren immer nur die Prophezeiungen im Buche Daniel. Und sie sind wichtig. Aber Schwestern und Brüder, wir sollten dieses Büchlein auch einmal mit der Frage betrachten, wie sieht das Leben eines Dieners Gottes in der Endzeit aus? Ich habe darüber einige Predigten jetzt erarbeitet und gehalten. Mal nur aus dem Daniel aufzuzeigen, wie sieht das Leben eines Dieners Gottes in der Endzeit aus, dem Gott die Endzeitbotschaft in seinen Visionen mitgeteilt hat. In Daniel 9 bekennt sich der große Prophet vor Gott als Sünder. Er erhebt sich nicht über das Volk Gottes. Er distanziert sich nicht von den gefallenen Gemeinden. Er bringt vielmehr sein eigenes Versagen und das seines Volkes in einen heißen Fürbitte vor Gott. Ich empfehle euch, das 9. Kapitel im Daniel eingehend zu studieren. Im 3. Kapitel des Propheten Malachi finden wir in den Versen 16 und 17 folgendes Wort. Dann aber redeten diejenigen miteinander, die noch Ehrfurcht vor dem Herrn hatten, und der Herr hörte ihnen zu. Das ist eine fantastische Aussage. Wieder gab es eine Zeit des Abfalls in Israel.
Und in dieser Zeit sagten die meisten Gemeindeglieder des Volkes, was haben wir davon, dass wir uns nach Gottes Weisungen richten? Sie wollten ihren eigenen Vorstellungen folgen. Doch auch in dieser Zeit gab es in der Gemeinde der Übrigen diese treuen Gläubigen. Diese Übrigen verständigten sich. Sie fingen an, miteinander im Gebet vor dem Herrn zu reden. Und der Herr hörte ihnen zu. Im Hebräischen steht da als ganz kurzes Wort, Yahweh horchte auf. Meine lieben Schwestern und Brüder, das ist das, worum wir uns im Augenblick bemühen. Darum haben Heinz Zopf und ich einen Gebetsbrief in Umlauf gebracht. Und ich freue mich, dass über das Internet ja die Dinge immer so schnell überall hinlaufen in ganz Deutschland. Und wir haben jetzt einen zweiten Gebetsbrief schon versandt. Und jeden Dienstagabend um 19 Uhr versammeln sich überall in Deutschland Schwestern und Brüder, um in heißer Fürbitte zu beten für eine geistliche Erweckung und Reformation. Ganz im Sinne dessen, wie Ted Wilson es uns dringend empfohlen hat, unser neuer GK-Präsident. Und das ist eine großartige Ermutigung. Und achtet bitte sorgfältig darauf, was mit denen geschieht, die miteinander im Gebet vor den Herrn treten. In einem Buch ließ der Herr die Namen aller aufschreiben, die ihn achten und seinen Namen nicht in den Schmutz ziehen. An dem Tag, an dem ich mein Urteil spreche, werden diese Menschen zu mir gehören. Ich will sie verschonen, so wie ein Mann seinen Sohn verschont, der zu ihm gehalten hat. Dann werdet ihr den Unterschied sehen zwischen einem Menschen, der mir die Treue hält, und einem Gottlosen. Ihr werdet erkennen, welche Folgen es hat, ob jemand mir dient oder nicht. Gott will sein Volk reinigen und sichten. Und das ist nicht unser Werk. Prägen wir uns deshalb folgende Worte Gottes des Allmächtigen ein. So spricht Gott, der Herr, der Allmächtige. In Malachi 3,2 steht geschrieben, der Herr fragt, wer kann mein Kommen ertragen, wer kann von mir bestehen? Und er sagt, ich werde für euch wie Feuer im Schmelzofen sein und wie scharfe Lauge im Waschtrog. Und durch den Propheten Zacharia spricht der Herr, ich werde die Menschen läutern wie Silber im Ofen, wie Gold im Feuer. Und durch den Propheten Jeremia sagt der Herr, ich will sie schmelzen und läutern wie Metall im Feuer. Und in Jesaja 1,25 spricht der Herr, ich werde dich packen und in den Schmelztiegel werfen. Und wie ein Silberschmied die Schlacken ausschmilzt, um reines Silber zu bekommen, so schmelze ich bei dir die Bosheit und Unreinheit aus. Und in den Versen 27 und 28 steht dann geschrieben, ja, der Herr wird Jerusalem erlösen, er wird das Recht wiederherstellen, er wird allen die Schuld vergeben, die zu ihm zurückkehren. Doch wer sich vom Herrn lossagt und sein Gesetz ständig missachtet, der kommt um. Jeder, der dem Herrn den Rücken kehrt, läuft ins Verderben. Beachtet, was Gott hier sagt. Ich werde schmelzen, ich werde reinigen. Und das Ergebnis wird eine gereinigte, von Schuld befreite Priesterschaft sein. Die Sichtung ist allein Gottes Werk. Niemand von uns braucht sich deshalb als Richter aufzuspielen. Niemand darf es tun. Sonst versündigt er sich. Aber jeder darf ermutigt sein, was die Zukunft der Gemeinde betrifft. Denn in Jerusalem, in seiner Gemeinde, will Gott etwas Besonderes tun. Er will die Schlacken ausschmelzen, um reines Silber zu bekommen. Wir haben nur eine einzige Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir nicht dem Herrn den Rücken kehren, dass wir sein Gesetz nicht missachten, dass wir diese lebendige und persönliche Beziehung der Liebe und des Glaubens mit unserem Erlöser aufrechterhalten.
In Hesekiel 20, Vers 37, 38 finden wir eine großartige, ermutigende Zusage Gottes, an die wir uns klammern dürfen. Gott sagt, ich sorge dafür, dass ihr euch an den Bund haltet, den ich mit euch geschlossen habe. Wie ein Hirte die Schafe unter seinem Stab hindurchziehen lässt, um sie zu zählen und aufzuteilen, so gehe ich mit euch um. Alle, die sich gegen mich aufgelehnt und mir die Treue gebrochen haben, sondere ich aus. Schwestern und Brüder, wir tun wirklich gut, auf diese Zusage Gottes und auf die Warnung, die damit gegeben ist, zu achten. Der Herr sagt, die von ihm Ausgesonderten werden nicht nach Jerusalem zurückkommen. In der Zeit der Sichtung, wenn die Sichtung der Gemeinde zum Abschluss kommt, dann werden letzte Entscheidungen und Urteile gefällt. In Jeremia 14, 17 finden wir einen weiteren Text, der uns zu Herzen geht und der uns helfen kann, die richtige Einstellung zu gewinnen. Der Herr befahl mir, verheimliche ihnen deine Tränen nicht. Sage ihnen, ich weine hemmungslos. Meine Tränen fließen Tag und Nacht. Denn mein Volk ist schwer verwundet. Zerschlagen liegt es am Boden. Der Herr befiehlt Jeremia nicht, sich von dieser Gemeinde zu entfernen. Der Herr sagte nicht zu Jeremia, Jeremia, die Wunden meines Volkes sind so schwer. Jeremia, sie stinken schon, sie heilen nicht mehr. Deshalb geh weg, sonst wirst du am Ende auch noch von dieser Pestilenz angesteckt. Nein, der Herr sagt, verheimliche ihnen deine Trauer nicht. Sage ihnen, ich weine hemmungslos. Meine Tränen fließen Tag und Nacht. Meine lieben Schwestern und Brüder, es ist ein großer Unterschied, ob ich mich blind ereifere, ob ich dem Geist einer unliebsamen und selbstherrlichen Kritik Raum gebe und einem Geist der Anklage pflege. Und leider haben wir auch solche unter uns. Aber ich sage euch, das ist der Geist des Widersachers, der die Brüder verklagt. Es ist ein Unterschied, ob ich mich in eine vom Geist Gottes gewirkte Traurigkeit führen lasse, in der ich weine vor dem Angesicht des Herrn und zu ihm sage, Herr, verschone dein Volk. Herr, sende Erweckung und lass sie beginnen in mir. In Jeremia 14, 19 steht, wir dachten, die Wunden unseres Volkes würden heilen, aber wir erleben nichts als Schrecken. Wie reagieren wir angesichts einer solchen Erfahrung? Ziehen wir uns dann enttäuscht und frustriert zurück? Suchen wir nach Schuldigen? Oder beten wir mit Jeremia und mit den Getreuen zum Herrn, so wie es in Vers 20 steht? Herr, gegen dich haben wir gesündigt und wir bekennen dir unsere Schuld und die Schuld unserer Vorfahren. Herr, verstoß uns jetzt nicht, es geht doch um deine Ehre. Gib den Tempel, deinen herrlichen Thron, nicht dem Gespött preis. Denk an den Bund, den du mit uns geschlossen hast, und brich ihn nicht. Der Apostel Paulus erinnert uns daran, dass im neuen Bund die Gemeinde der Tempel des lebendigen Gottes ist. Und deshalb beten wir, Herr, gib deine Gemeinde nicht dem Gespött preis. Herr, greif du ein, Herr, tritt du auf. Und meine lieben Schwestern und Brüder, wenn wir so betend, weinend und hoffend zum Herrn kommen, dann kommt die Stunde,
in der das Meinen zur Freude wird. Weil Gott Großes verheißen hat, weil Gott seine Verheißung erfüllt hat. Dann gehen wir ermutigt mit einer neuen Vision in die Zukunft. Gott stärkt uns durch die Briefe Jesu, wie wir es heute Abend getan haben. Und er stärkt uns durch die Worte der Propheten, wie wir sie heute Abend hier vernommen haben. Er stärkt uns darin, zu seiner Gemeinde zu stehen und in seiner Gemeinde zu bleiben. Lasst uns immer daran denken, Gott hat diese Gemeinde ins Leben gerufen. Gott liebt diese Gemeinde und Gott wird sie herrlich vollenden.